herzlich willkommen aus Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Dennis und ich möchte euch heute zeigen, wie man leichte Reparaturen an Trägerkarten vornehmen kann. Es wird hierbei um Aufkleber gehen, die auf Trägerkarten bzw. auf Blistern draufgeklebt sind, bzw. auch um aufgefächerte Kanten und wie man die wieder reparieren kann. An dieser Stelle sei aber gesagt, das Ganze immer nur auf eigene Gefahr. Bei mir funktioniert das Ganze, es ist aber nicht gesagt, dass es immer funktionieren wird. Hier haben wir eine Trägerkarte, die an sich noch ganz in Ordnung ist, aber die hier schon eine Kantenabstoßung hat. Diese Kantenabstoßung möchte ich jetzt gerne reparieren. Dafür habe ich einige Sachen schon vorbereitet. Hier sind zwei Zahnstocher. Und hier ist Kleber. Ich möchte jetzt den Kleber mit den Zahnstochern zwischen diese Fugen bringen und die dann sozusagen wieder zusammenkleben. Damit ich das machen kann, habe ich auch schon ein kleines Reisebügeleisen vorbereitet, mit dem ich nachher diese Kante noch einmal glatt bügel. Nun zuerst ist es natürlich so, müssen wir einmal Kleber aufbringen. Damit wir das einigermaßen dosieren können, trage ich den Kleber hier einmal ein kleines Blatt Papier auf. Habe dort diesen Bastelkleber genommen, der für Papier sich sehr gut eignet. Und werde jetzt versuchen, diesen Kleber sozusagen hauchdünn in diese Fugen mit hineinzubekommen. Dazu muss ich die etwas aufmachen und werde diesen Kleber hier jetzt hineinstreichen. Dabei sollte man möglichst versuchen, immer in die Innenkanten reinzugehen und das nicht außen anzuschmieren. So, das sollte genügen. Nehme für die anderen auch noch ein bisschen Kleber. Ich kann mit der anderen Spitze hier noch mal ein bisschen Freiraum schaffen und diesen Kleber hier mit hineinbringen. Wie man sieht, ist das gar nicht so einfach, wie man denken mag. So, ein bisschen hier ran. So, das sollte erstmal genügen. Okay, dann werden die Kanten jetzt einmal zusammengepresst und gleich danach werde ich jetzt ein vorbereitetes Papier nehmen, was ich hier rüberlege und dann versuchen mit dem Bügeleisen einmal hier herüber zu gehen. Sieht man auch, warum ich das Blatt Papier genommen habe, damit genau diese Sachen nicht nachher auf der Trägerkarte mit drauf sind. Nochmal das Ganze. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man mit dem Bügeleisen nicht zu nah an das Plastik rankommt. Denn Hitze und Plastik vertragen sich meistens nicht ganz so gut. So sieht dann das Endergebnis aus. Wie ich finde, schon gar nicht so schlecht. Ein bisschen nachbügeln kann allerdings nicht schaden. Dafür verkleinere ich jetzt nochmal das Papier. So sieht die Kante dann aus, wenn sie fertig ist. Natürlich können wir den Originalzustand niemals wiederherstellen,
weil dafür ist diese Kante schon zu oft geknickt geworden. Aber ich denke, es sieht auf jeden Fall besser aus als das Ergebnis, was wir vorher hatten. Ich sehe hier, wir haben hier noch eine kleine Kante drin. Auch da werden wir noch mal kurz hinterher bügeln. Schön weg von dem Objekt bügeln, damit das Ganze sich auch nicht wieder aufbürdet. So, nun sieht es auf jeden Fall schon deutlich besser aus als das, was wir vorher hatten. Auch die etwas ungeraden Kanten werde ich einmal versuchen gerade zu bügeln. Dafür nehme ich mir wieder ein neues Blatt Papier, lege das einmal hier hin, gehe zu, dass die Karte gerade aufliegt und werde mit dem Bügeleisen hier jetzt noch einmal längs gehen. Möglichst immer Sorge tragen, dass man wie gesagt vom Plastik wegbleibt und das Ganze dann einmal gerade bügeln. Und auch oben von der Pappe einmal wegbleiben und immer das Papier als Schutz benutzen. Hier oben werden wir auch nochmal längs gehen. Und das einmal versuchen gerade zu bügeln. Wie man sieht, der Papa hat es nicht geschadet. Kann man auch hier sehen, also es sind keine Farbablösungen oder sowas passiert. Und die Karte ist einigermaßen gerade geworden. Das ist hier ja unsere Klebestelle gewesen. Ja, ich denke mit dem Ergebnis, da können wir schon einigermaßen zufrieden sein. Und können die Karte jetzt wieder in die Sammlung mit aufnehmen. Also ohne aufgefranste Ecke und wieder etwas gerader als vorher. Auch hier haben wir wieder eine Trägerkarte, die ziemlich gewellt ist. Die untere Wellung kommt daher, dass hier das Plastik schon relativ beschädigt ist. Das heißt, diese Welle werden wir wahrscheinlich nicht mehr herausbekommen. Das liegt aber unter anderem daran, dass diese Art von Trägerkarten relativ häufig verbogen sind, weil der Blister relativ groß ist und damit natürlich eine große Angriffsfläche für Verknicke und Verbiegung bietet. Wir wollen hier auch mal gucken, wie wir das mit der Bügelmethode etwas gerade bekommen. Dafür werde ich hier oben einmal anfangen. Bei dem Stück wäre es natürlich schade, wenn es kaputt gehen würde. Allerdings ist es auch so, dass die noch relativ häufig am Markt sind. Das wäre dann halt nicht ganz so dramatisch, dann wäre es halt eine lose Figur. Ich werde jetzt versuchen, hier mit Hilfe von Papier als Schutz für die Pappe nochmal das Ganze etwas glatt zu bügeln. Dafür brauche ich natürlich eine gewisse Zeit. Ich muss auch immer zusehen, dass ich mit meinem Bügeleisen möglichst von dem Plastik wegbleibe. Gucken, wie das Ergebnis jetzt aussieht. Ja, noch nicht so gerade, wie ich es gerne hätte. Hier oben muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Dafür würde ich dann noch mal explizit in dieser Kante bügeln. Das würde ich dann so machen, dass wir das Ganze hier noch einmal abdecken.
und mit dem Bügeleisen hier nochmal beigehen. Wenn das alles nichts hilft, könnte man jetzt auch nochmal versuchen, die Karte etwas herunterzubiegen, beziehungsweise sie auch mal von der anderen Seite zu bügeln. Dafür könnte man sich dann diese Tischkante nehmen, das Ganze hier nochmal umlegen. Ein bisschen gerader ist es, aber es ist natürlich so, dass auch eine Bügelmethode nicht mehr eine Karte komplett wieder gerade bekommt. Zumindest nicht eine solch gebogene Karte. Wir können jetzt nochmal hier auf der anderen Kante versuchen zu bügeln, aber man sieht schon, ich habe da sehr wenig Platz. Daher müssen wir einfach mal schauen, ob wir das überhaupt noch einmal gerade bekommen. Nein, so eine Falte wird man da wahrscheinlich über Bügelmechanik oder über die Bügelmethode nicht hinausbekommen. Ich gehe nochmal auf ein anderes Objekt, was ich hier habe. Das ist von den Kanten deutlich gerade. Allerdings habe ich hier wieder eine Auffaserung. Und die werde ich mal versuchen, über die Klebetechnik gerade zu bekommen. Dazu nehme ich mir wieder ein Stück Papier. Ich klemme das einfach mal hier drunter. Es auch da bleibt, wo es hinbleibt oder wo es liegen bleiben soll. Ich nehme mir noch mal wieder ein bisschen Kleber. Und das muss reichen. Und versuche dann den Kleber auch wieder unter die einzelnen Kanten zu bekommen. Ein bisschen was müssen wir vielleicht von oben noch haben. Und wie gesagt, möglichst zusehen, dass man da auch nicht zu viel Klebstoff hineinbaut. Pressen wir das Ganze wieder fest. Überdecken das und gehen auch hier nochmal mit dem Bügeleisen wieder. Das Bügeleisen soll eigentlich jetzt Folgendes tun. Einmal natürlich so ein bisschen den Kleber verflüssigen, damit er überall hinkommt. Und zum anderen soll er gleich die Kante begradigen.
passiert natürlich dann, wenn man zu viel Kleber genommen hat. Dann hat man den Kleber an der Karte kleben. Das soll natürlich nicht passieren. Aber zumindest haben wir die Kante jetzt wieder unaufgefächert. Selbes gilt natürlich dann auch hierfür, für diese Kante. Auch hier könnte man noch ein bisschen Kleber runtersetzen. Und man sieht hier auch schon, die Kante fächert hier auch auf. Und wie gesagt, immer zusehen, dass man nicht zu viel Kleber nimmt, dass er an den Seiten wieder rausquillt. Das soll nach Möglichkeit nicht passieren. Hier bügeln wir einmal die Kante nach. Ja, auf der Seite ist es deutlich besser gelungen. Also sozusagen die Kante wieder zusammengeklebt. Und um das hier vielleicht noch einmal zu begradigen, werde ich jetzt auch hier nochmal nachbügeln. Aber solche Kantenbeschädigungen lassen sich normalerweise nicht wieder reparieren, es sei denn, man fängt an, damit Schwarzstift drauf umzumalen, aber das wollen wir hier eigentlich nicht tun. Ja, Bügel- und Klebtechnik funktioniert, aber beseitigt natürlich nicht alle Macken in so einer Trägerkarte. Beste Option ist natürlich immer auf so eine Trägerkarte aufpassen. Das Objekt dann auch wieder zurück in die Vitrine. Ein ganz anderer Fall sind Aufkleber. Hier zum Beispiel sehen wir einen Aufkleber, der hier nicht hingehört. Da hat jemand mal sein eigenes Namensschild draufgeklebt. Genauso wie solche Preisaufkleber. Es gibt hierfür eine Möglichkeit, die ist allerdings sehr rigoros. Das heißt, diese Aufkleber zu entfernen, das geht im wahrsten Sinne des Wortes nur ein bisschen mit Gewalt. Und zwar würde man dazu Feuerzeugbenzin nehmen. Feuerzeugbenzin auf dem Plastik ist eine Sache, Feuerzeugbenzin auf dem Papier ist eine ganz andere Sache. Nun, diese Karte, wie man sieht, die ist hier schon etwas eingedrückt am Blister. Das heißt, wir werden das jetzt mal ausprobieren. An sich dürfte das Feuerzeugbenzin der Karte nicht schaden, da es rückstandsfrei verdampft, wenn es längere Zeit der Luft ausgesetzt ist. Wir werden es jetzt einfach mal prüfen, ob wir hier oben an dem Plastik den Aufkleber wegbekommen. Und dazu mache ich Folgendes. Einmal natürlich aufmachen. Feuerzeugbenzin immer dann, wenn man es benutzt hat, wieder zumachen, weil es verdampft sehr schön. Und wir werden jetzt hier einfach mal Feuerzeugbenzin auftragen. Das sieht im Moment sehr brutal aus, das weiß ich. Aber wir werden jetzt das Benzin einmal ein bisschen auf diesen Einkleber einwirken lassen und werden ihn dann versuchen, wirklich vorsichtig von dem Blister herunterzubekommen. Vorsichtig alleine schon deswegen, weil der Blister selber verträgt auch keine großen Drücke von oben. Ja, könnte sofort einknicken. Ja, hier werde ich noch mal ein bisschen warten. Und der Aufkleber selber, der ist mir eigentlich egal, der kann dann auch verloren sein. Also noch mal ein bisschen hier mit
Feuerzeugbenzin oben drüber. Durchfließen sollte es nicht, der Blister ist an sich dicht. Und dann werden wir einmal schauen, dass wir diesen Aufkleber hier herunterbekommen. Am besten funktioniert sowas natürlich immer mit Papieraufklebern, weil dann das Feuerzeugbenzin durchdringt bis zum Aufkleber, beziehungsweise bis zum Kleber unten durchdringt. Aber ein bisschen Geduld müssen wir haben. Zu viel rumkratzen auf dem Blister sollte man dann auch nicht, weil selbst Holz könnte Kratzspuren hinterlassen. Ja, man sieht schon, der Aufkleber geht jetzt hier runter. Ich muss mal hier hin. Und wir werden jetzt noch die untere Fläche einmal tränken mit Feuerzeugbenzin. Bisschen warten müssen wir natürlich. Das Feuerzeugbenzin muss jetzt den Kleber anlösen, damit wir das Ganze sozusagen herunterbekommen. Ich werde das hier an der Stelle nochmal versuchen, ob wir da den Rest jetzt auch noch herunterbekommen. Ja, das sieht schon ganz cool aus. Feuerzeugbenzin ist aber immer die letzte Lösung. Das heißt, wenn es gar nicht anders geht, dann kann man da einmal versuchen, mit Feuerzeugbenzin ranzugehen. Ich habe bis jetzt noch keine Veränderungen am Plastik erkennen können, aber das natürlich schon ein paar Mal öfter gemacht. Wie die Langzeitwirkungen sein werden, das wird natürlich tatsächlich erst die Zeit zeigen. So. Da kommt jetzt noch mal ein bisschen was in. Und ich werde mir schon mal ein bisschen Papier holen, dass ich jetzt sozusagen den Kleber hier entfernen kann. Noch mal ein bisschen nachwischen. Schon ist der Kleber entfernt worden. Das gleiche werden wir jetzt auch noch mal mit diesem Kleber machen. Dabei muss man allerdings aufpassen, dass so überstehende Karten herangedrückt werden, weil wenn ich jetzt gleich das Feuerzeugbenzin hier mit drauf kippe, muss man natürlich aufpassen, dass das Benzin nicht von hier vielleicht sogar unter den Blister läuft. Man sieht ja schon, wie das Ganze angelöst wird. Ich werde jetzt mal versuchen. Nein, das ist noch zu früh. Also ein bisschen Zeit muss man dem Benzin tatsächlich geben, damit das Material, was wir haben, durchdrungen wird, sprich der Aufkleber. Und wenn wir das Ganze durchdrungen haben, können wir anfangen, vorsichtig diesen Kleber zu entfernen. Was natürlich sehr leicht passieren kann beim Entfernen, ist, dass man die Trägerkarte gleich mit abreißt. Das wollen wir vermeiden. Und dementsprechend füttere ich hier immer noch ein bisschen Benzin hinzu. Geduld sollte man bei der Arbeit mitbringen. Wer zu schnell arbeitet, hat nachher zwei Teile in der Hand. Und das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden. Oh, der obere Kleber ist schon weg. Und jetzt werden wir
an den eigentlichen Kleber herangehen und versuchen, den auch von der Trägerkarte herunter zu pulen. Im Hinterkopf sollte man natürlich immer bedenken, dass sowas auch ganz gerne einmal daneben gehen kann. Das heißt also, man kann sehr gut auch die unterliegende Trägerkarte damit beschädigen. Das sollte man sich denn vergegenwärtigen, dass das passieren könnte. Aber wie man sieht, löst sich das ganze Material hier schon relativ gut ab. Schon fast fertig. Ein bisschen was fehlt noch. Ja, wir sehen, grundsätzlich hat es der Trägerkarte nicht geschadet, aber das Anfangspulen hat tatsächlich hier kleine Beschädigungen hinterlassen. Das heißt also, hier war ich einfach zu schnell und habe hier kleine Ecken hinterlassen. Gut, grundsätzlich kann man sehen, ja, wir können Aufkleber relativ gut vom Plastik entfernen. Bei Pappe geht es auch, nur man muss halt aufpassen, dass man hier in dem Bereich nicht zu schnell arbeitet. Okay, ich mache erstmal wieder mein Benzin zu und werde jetzt noch einmal auch hier die Kante einmal bügeln. Damit lassen natürlich sofort auch alle restlichen Bestände vom Feuerzeugbenzin verdunsten und sind dann hier in die Pappe mit in das Papier mit hinein. Und wir haben wieder eine gerade Kante. Ja, so kann man Aufkleber von Trägerkarten entfernen. Wie gesagt, eine etwas grobe Behandlung, zumindest denkt man das im ersten Moment. Aber wie man sieht, hier, es funktioniert schon ganz gut, dass man die Aufkleber herunterbekommt.